Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel. Favoriten kommt nicht aus den negativen Schlagzeilen heraus. Parteien wie die FPÖ beschimpfen den Bezirk. Dominik Knepp sagt gar, der Bezirk ist gefallen. Aber auch die ÖVP mischt da kräftig mit. Herr Mara spricht davon, dass im Bezirk ein Ausländerchaos herrscht. Es gibt permanent Vorfälle mit Messerattacken. Jetzt sagt der Innenminister, es soll ein Waffenverbot am Keplerplatz folgen und am Räumenplatz. Herr Bezirksvorsteher, was sagen Sie dazu und wie ist die Situation im Bezirk tatsächlich? Ja, Favoriten ist der bevölkerungsreichste Bezirk und wir haben große Herausforderungen. Wir haben den größten Hauptbahnhof, wir haben eine Fußgängerzone, wir haben ein Stadion, 8 U-Bahn-Stationen. Aber gerade was das Thema Sicherheit betrifft, und da spreche ich von der öffentlichen Sicherheit, wo im Bundesagenten liegt, und ich bin jetzt das 7. Jahr Bezirksvorsteher, habe jetzt schon einige Innenminister bekommen, wir haben nicht das Personal, wir haben zwar Gesetze, aber nicht die Leute, die eigentlich die Gesetze exekutieren könnten und sollten. Und Favoriten war eigentlich immer schon ein Zuwandererbezirk, auch aus den Kronländern. Und das ist aber die Struktur, wie der Bezirk gewachsen ist. Und gerade dort, wo eben die Population ist, an den Vorfällen, das ist der Räumannplatz, das ist der Keplerplatz, das ist gerade die Situation, wo wir Zinshäuser haben, wo wir Strukturen haben, wo eigentlich Zuwanderer, Asylwerber in Matratzen mit Stockbetten einquartiert werden. Also wir haben schon Wohnungen gesichtet, wo 13 Matratzen liegen, unterschiedliche Nationalitäten. Also das Leid eigentlich derer, die eh ganz unten sind, wird dann nochmal ausgenutzt von Wohnungsinhaber. Und das ist halt das Bild, was man dann in Favoriten hat, nämlich viele, die Tagesfreizeit haben, die sich im öffentlichen Raum bewegen. Und gerade in der attraktiven Fußgängerzone Räumannplatz sind dann eben auch junge Menschen, die schauen, mit Beschaffungskriminalität, mit Drogenhandel irgendwie zu Geld zu kommen. Und das ist das Bild, was Favoriten zeigt, was die Medien zeigen, nämlich die schiere Hälfte des Bezirkes, obwohl wir so viel Positives auch haben, aber gerade der Fokus dann auf Jugendliche gerichtet wird, die sich selbst Schmerzen zufügen, indem halt irgendwas fehlt und das Messer zücken. Und ja, jetzt ist mal das Waffenverbot ausgesprochen, was ein Ansatz ist. Und ich hoffe auch, dass man das dann auch exekutiert, weil nach den letzten Waffengesetzänderungen dürften eigentlich Drittstaatangehörige und Asylwerber gar keine Stichwaffen bei sich tragen. Ich weiß nicht, warum das jetzt bis dato nicht exekutiert worden ist, aber vielleicht ist es jetzt ein leichterer Zugang. Favoriten hat 220.000 Einwohner, 274 Polizisten. Eine Stadt wie Linz ist in einer ähnlichen Größenordnung, hat 600 Polizisten. Würde es wirklich dazu führen, dass die Vorfälle zurückgehen würden, würde man die Polizeipräsenz im Bezirk massiv aufstocken? Ja, vor allem der subjektive Sicherheitsaspekt wäre gestärkt. Ja. Und ich habe das auch schon mal gesagt, es ist so ungefähr, unsere Polizei läuft mit 5 Spielern aufs Feld und versucht gegen 11 Leute das Spiel zu gewinnen. Das wird sich nicht ausgehen. Aber es ist zumindest sichtbar und es ist auch, was die Bevölkerung eben auch sagt und rückmeldet, wir sehen kaum Polizisten. Und wenn man weiß, und Sie haben es ja angesprochen, ja, der ehemalige Innenminister, der ehemalige Polizeipräsident von Wien, der kommt dann nach Favoriten und drückt genau mit dem Finger in die Wunde. Wenn Syrer zum Beispiel jetzt nicht Drogenhandel betreiben, sondern sich einen Gewerbeschein lösen und jetzt am Viktualienmarkt oder auf anderen Märkten dann selbstständig machen, dann wird das auch nicht gut geheißen. Ja, und dann sagt halt Syrer immer, nehmen die Märkte. Wobei meine Mutter auch mal ein Lebensmittelgeschäft gehabt haben. Also ich glaube, jeder kann sich einen Gewerbeschein lösen und diese Arbeit machen. Aber ich glaube, das ist kein Honiglecken. Zeit, in der Früh am Großgrünmarkt zu fahren, sich dann am Stand hinzustellen, das bei jedem Wetter etc. Ja, wir sind ein diverser Bezirk und der hat große Herausforderungen. Nur alles immer über einen Kamm scheren. Wir haben einen Teil mit Jugendlichen, die vielleicht illegal da sind, die vielleicht abgeschoben gehören. Aber gerade solche Kompetenzen fallen eigentlich das Außenministerium und das Innenministerium zu. Ja, es heißt, es gibt immer eine Ghetto-Bildung. Einige Lokalbesitzer am Keplerplatz sagen auch, die Werwölfe kommen am Abend heraus. Sie sagen jetzt, wir brauchen mehr Polizei, aber stimmt die Durchmischung in Ihrem Bezirk nicht mehr? Sollte man nicht etwas unternehmen, dass es nicht diese massive Zusammenführung von Ausländern auf eine Region im Bezirk hat?
Ja, aber das ist gerade die Sozial- und die Wohnungssituation, was ich geschildert habe. Ja, also wir haben keinen kommunalen Wohnbau in Innerfavoriten, rund um den Räumenplatz Quellenstraße. Wir haben keine Gemeindebauten. Das letzte ist der Quellenstraße 24a-B bis zu Dresdnerstraße und kein Gemeindebau. Ja. Und ich glaube auch, viele Zuwanderer, Ausländer suchen sich nicht aus, wo sie hin sind, sondern wo bekommen sie irgendwo ein billiges Quartier, wo sie bleiben können. Und da sage ich halt, das wird auch ausgenutzt von eigenen Landsleuten, die ein Zinshaus kaufen. Man hat es jetzt in einem Report gesehen, eine Reportage. Ja. Also diesen Immobilieninvestor haben wir auch im Bezirk, der nichts saniert in seine Häuser, der Wohnungen kalt vergibt, um 200 Euro die Matratzen oder das Stockbett. Und man kann es genau beobachten, wenn man durch den Bezirk geht, wo am Montag eine Matratze liegt. Da können Sie sich sicher sein, dass irgendeine Flüchtlingseinrichtung eingerichtet wird, wo mehrere Menschen, aber auch Kinder, auch unterschiedliche Nationalitäten unterkommen. Und das ist konzentriert, weil Favoriten waren eigentlich immer ein billiger Wohnbezirk, wo die Mieten günstig waren. Das ist im Eigentumssegment nicht mehr. Da haben wir uns an Herrn Nals herangearbeitet, also Josef Czap, ja auch ein Gast, auch regelmäßig in der Sitzung, aber der Eigentumspreis ist auch in Favoriten gestiegen. Ja. Aber gerade Innerfavoriten, wie sie entstanden sind, und damals haben wir halt die Bettgier gehabt auch, mit den Zinskasernen, die gibt es heute noch, diese Häuser, und da werden eben Zuwanderer, Asylwerber, U-Boote, wie auch immer untergebracht. Man braucht nur alle Monate schauen, dass man die 200 Euro aufstellt. Das versucht man dann wahrscheinlich mit Drogenhandel im öffentlichen Raum. Und das ist die Situation, mit der uns wir wiederfinden. Ja? Wobei der Bezirk nichts für die Wohnungspolitik kann, der nichts für die Zuwanderung kann. Ja? Und auch speziell nicht dafür ist, es gibt keine Zäune und keine Grenze außerhalb des 10. Bezirks. Wien ist eigenständiges Bundesland, das einzige Bundesland, das angrenzt, ist Niederösterreich. Es gibt die Außengrenzen. Und dort gerade eigentlich agiert. Ja, aber wenn man Ihnen zuhört, Sie sind seit 2017 hier Bezirksvorsteher, gibt es viele Punkte, für die Sie eigentlich nicht zuständig sind, beziehungsweise man Sie nicht verantwortlich machen kann. Wer ist jetzt eigentlich verantwortlich dafür, dass es diese wirkliche Massierung von ausländischen Gruppen in Ihrem Bezirk und vor allem auf eine kleine Region in Ihrem Bezirk stattfindet? Wer ist dafür zuständig? Naja, ich glaube, was die Zuwanderer jetzt seit 2015 betrifft, ist natürlich auch EU-verantwortlich. Also es gibt seitens der EU noch immer keine Schlüssel, wie man eigentlich gerecht aufteilt. Also manchmal so wie Lampedusa in Italien. Ja, da wissen wir, da kommen viele übers Meer. Aber die EU hat irgendwie die Scheuklappen davor, was macht man dort? Ja, und alle versuchen irgendwie zu überleben. Und das ist teilweise auch in Favoriten so. Viele kommen daher, weil sie irgendwo eine billige Unterkunft bekommen, ausgenutzt eigentlich aus den eigenen Landsleuten, dürfen nicht arbeiten, weil der Zugang zum Arbeitsmarkt ist ja auch nicht gewährleistet. Jetzt habe ich eigentlich, wenn man sich die Statistiken anschaut, 48% aller Asylverfahren dauert ungefähr 2 Jahre. 2 Jahre lang darf ein junger Mann nicht arbeiten. Er wird angeboten, irgendwo Drogen zu verkaufen. Und das ist das Straßenbild, was wir haben. Nur wer ist verantwortlich eben für Straßenkriminalität? Wer ist für Sicherheit im öffentlichen Raum zuständig? Also es ist nicht der Bürgermeister, es ist nicht der Bezirksvorsteher. Eigentlich gibt es Gesetze, die man exekutieren muss, aber man hat so wenig Leute, die das exekutieren. Könnte man da nicht auf Ebene des Bürgermeisteramtes zum Beispiel darüber reden, das können wir tun, gibt so einen 10-Punkte-Plan für Favoriten, wie man diese Situation, die zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung so ist, ändern könnte? Also ich befasse mich natürlich, seit ich in dieser Funktion bin, damit. Wir haben ja auch Jugendarbeiter. Da war zum Beispiel auch, wo wir aufgestockt haben, wir geben jetzt mehr als 2 Millionen aus, haben das um 5 Mitarbeiter aufgestockt. Das ist nämlich der Bereich, wo wir mit Jugendsozialarbeiter bis 22 Uhr in die Parkanlage im öffentlichen Raum Kontakt aufnehmen können. Das ist das eine. Was natürlich auch ist, und da gibt es gute Vorgaben auch von europäischen Städten und Ländern, wo man da, glaube ich, ein bisschen an die Schrauben drehen müsste. Ich habe auch einmal vorgeschlagen, es gibt bei der Polizei meines Erachtens noch immer nicht Jugendkontaktbeamte. Ja, so wie die Austria, die Rapid Fanbetreuer hat, sowas gibt es eigentlich nicht für Jugendliche. Ja. Und wir sprechen immer, wenn es irgendwo Krisenherde gibt, wir bekommen Bereitschaftseinheiten. Das sind die jungen Polizisten mit einem BE hinten, die gerade aus der Ausbildung kommen. Und die müssen dann halt am Räumenplatz oder in den Parkanlagen vor jungen Migranten sich behaupten und es funktioniert nicht. Also viel ist auch im persönlichen Umgang, gerade was die Jugendarbeit betrifft, die Sozialarbeit, gerade auf Augenhöhe. Aber was macht man mit jenen, die Straftaten
Todesfälle geworden sind. Ja? Und da haben wir keine Antworten. Ja? Es gibt europäische Städte, die handhaben das besser. Auch genauso wie wir haben mit eloquente Schüler, die, wenn sie böse sind und Schlimmes machen, dann werden sie mal 3 Wochen vom Schule suspendiert. Das ist keine Strafe für einen jungen Menschen. Ja? Und da gibt es auch Vorstellungen in anderen Städten, wo man junge Menschen in ein Internat steckt. Und die kommen von der Schule, gehen ins Internat und können keinen Blödsinn auf den öffentlichen Straßen machen. Ja? Und da gibt es vieles, was man wahrscheinlich sich abkupfern kann, was schon europäisch angewandt wird. Nur man muss halt, ja, eine diverse Stadt, ein diverser Bezirk bedeutet auch viel Arbeit, viel Aufwand. Das heißt, wir brauchen mehr Geldmittel und mehr Personal, dass wir das auch bewerkstelligen können. Ja? Aber es ist die Chance da, weil wenn ich so mit meinem Sohn spreche, der auch im Jugendalter ist, der natürlich auch, und ich sage immer, ich bin auch groß geworden in Favoriten. Also Favoriten war nie ein Ponyhof, ja? Und der Räumenplatz war nie eine Kuschelwiese. Aber man weiß natürlich die Örtlichkeiten, man weiß die Jugendlichen, aber die müssen ja Konsequenzen lernen. Ja? Wenn ich anrufe 133 und in 45 Minuten kommt der Rückruf, wir haben keine verfügbaren Einheiten, es tut mir leid, dann weiß das auch jeder Jugendliche auf der Straße in Favoriten. Und dementsprechend ist das Bild auch, was medial jetzt geliefert wird. Ja, das Waffenverbot soll jetzt am Käppleplatz, Räumerplatz umgesetzt werden. Wenn man Ihnen zuhört, glauben Sie nicht so recht daran, dass das funktionieren kann. Also ich weiß es nur vom Räumerplatz, weil ich habe das auch aus den Medien. Käppleplatz wäre auch wünschenswert oder entlang die ganze Fußgängerzone hätte ich mir eigentlich gewünscht. Favoritenstraße. Ist nicht passiert. Ich weiß nicht, ob es rechtliche Bedenken dagegen gibt. Ja, Waffenverbot hat natürlich auch schon der Bürgermeister 2019 für die ganze Stadt, für die ganze Wien gefordert. Wenn es hilft, ja, gerne. Nur wenn das nur am Räumerplatz ist, wo nicht weiß, sind die Seitengassen dabei etc. nicht. Ja. Wo wir auch die Problematik haben, so ein Stanley-Messer gilt nicht als Messer und als Stichwaffe. Und viele Übergriffe sind auch in der Vergangenheit mit Stanley-Messer passiert. Ja. Aber ich glaube, der effektivste, präventivste ist natürlich der sichtbare Polizist. Und jetzt war auch der Innenminister bei uns zu Gast, habe ich auch nicht gewusst, habe ich danach durch die Medien erfahren, dass er am Montag da war. Würde ich mir jeden Tag wünschen, weil so viele Polizisten haben es noch nie gesehen im Bezirk. Ich habe auch gehört, es waren Scharfschützen am Amalienbad, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja. Aber es ist ein sehr seltsames Bild gewesen und eigentlich nichts Substanzielles, wo man sagt, was passiert jetzt im Bezirk. Ja. Ich habe jetzt eben von Waffenverbot am Räumenplatz erfahren, vielleicht kommt noch was nach. Aber ich glaube, das Präventivste sind natürlich ausgebildete Mitarbeiter bei der Polizei, die auch sichtbar sind. Weil jetzt auch diese neue Einheit für Jugendliche, habe ich gehört, die sind teilweise in Zivil, kriegen auch wieder nicht die Bevölkerung mit, dass da Schutz passiert am Räumenplatz. Ja, ich bin für alles da, wo die Sicherheit, vor allem die subjektive Sicherheit der Bevölkerung wieder gewährleistet ist und dass man auch junge Straftäter zur Rechenschaft zieht. Ja, das klingt stark danach, dass es mehr oder weniger überhaupt keine Kommunikation gibt zwischen dem ÖVP-Innenministerium und dem SPÖ-Bezirksvorsteher von Wien-Favoriten. Hat sich der Innenminister noch nie angerufen, Herr Bezirksvorsteher? Nein. Also wir haben jetzt, glaube ich, den 3. oder 4. Innenminister. Immer wenn jemand neu angelobt wird, schreiben wir einen Brief, begrüßen ihn als neuen Innenminister und versuchen natürlich unserer Forderung auch nachzukommen, dass wir das, was wir eigentlich verdienen als Stadt in der Stadt, nämlich auch das Personal zur Verfügung bekommen, unbeantwortet. Das heißt, Favoriten wird immer mehr zur politischen Kampfzone von FPÖ, ÖVP gegen SPÖ, oder? Ja, wir sind so der Spielball, wir drücken da mit dem Finger in die offene Wunde. Jeder weiß, dass es Probleme gibt im öffentlichen Raum, aber die eigentlich handeln könnten und diese Kompetenzen auch haben, stellen sie uns nicht zur Verfügung. Und deswegen kann ich immer nur mahnen als Bezirksvorsteher, bitte, wenn es Maßnahmen gibt, dann am gezieltesten mit fixe, zugeteilte Polizisten, die den Bezirk kennen. Weil ich habe nichts davor, wenn ihr Polizisten habt, die nicht einmal den Unterschied zwischen Erdogan und Öcalan kennen. Ja? Und dann in einem Park auf junge Türken stoßen zum Beispiel. Ja, Arabisch, Türkisch, Russisch, Tschetschenisch, das sind so die Sprachen, die man hört, wenn man Favoritenstraße, Räumenplatz, Keplerplatz geht. Sie sagen 54% Ausländeranteil. Favoriten ist groß, aber es massiert sich genau im Zentrum. Ist das so?
Ja, das ist aber die Strukturen. Wir feiern heuer 150 Jahre und der Bezirk ist ja vom Norden gewachsen, rund um den Hauptbahnhof, damals noch der Linienwahl. Und da haben wir eine achtfache Dichte an Bevölkerungen vom ganzen Bezirk. Wenn man sich anschaut, wir haben 31 Quadratkilometer. Alles, was unterhalb des Verteilerkreises Richtung Süden liegt, haben wir rund 20 Quadratkilometer. Dort wohnen 35.000 Menschen und der Rest wohnt in Innerfavoriten unter dem Verteilerkreis. Ja? Und ganz dicht eben rund um einen Römernplatz. Und wenn man sich anschaut, so um die Jahrhundertwende habe ich mal gelesen, da waren so ein Zimmerwohnung, ein Zimmerküche, maximal ein Kabinett. Da waren früher 8 bis 9 Leute gemeldet. Teilweise haben wir das heuer auch wieder, oder diesmal wieder, mit Zuwanderer oder Asylwerber, ja? Die in Kleinstwohnungen zu 13, wie gesagt, gibt es eine Wohnung, was wir aufgemacht haben, festgestellt haben. Trotzdem nochmal konkret die Frage, wer könnte das ändern, dass es diese Zustände in den nächsten Wochen, Monaten so nicht mehr gibt? Im Zusammenspiel mit allen. Ja, da muss der Bund mitspielen. Da gehören natürlich auch, was die Justiz betrifft, gewisse Änderungen, ja, dass man auch jungen Straftätern haftbar wird. Ja. Es gibt, wie gesagt, Beispiele. Es gibt in Mechelein, es gibt in der Stadt Bern gute Beispiele, ja, wo man sich abkupfern kann, wie kann man denn herbergen. Nur, man muss bewusst auch dieses Thema angehen. Ja. Und ich habe immer so die Vermutung, gerade in Wahlkampfzeiten kommen dann sämtliche Couleurs nach Favoriten und sagen, was alles schlecht ist. Aber wenn man an der Sachlage arbeitet, und das ist halt, wir sprechen, und ich finde das Traurige, ja, wenn man jetzt von arabischstämmigen jungen Menschen spricht, ja, wir sprechen medial, ist überall die Aufbereitung, die kriegen das gar nicht mit. Die lesen nicht die Medien, die kriegen maximal TikTok mit, ja, dass eigentlich um die geht. Und ich glaube, man muss auch mit den jungen Menschen arbeiten, welche Perspektiven gibt es. Ja? Und man muss halt mit Straftätern auch schauen, dass man es abschieben kann. Weil es gibt ja einige, die kann man gar nicht abschieben, weil es auch keine Abkommen gibt mit den Herkunftsländern. Was, glaube ich, auch im Außenministerium oder im Innenministerium zu klären wäre. Ja? Wie geht man um mit Leuten, die hier geboren worden sind, die straffällig geworden sind? Die kann man nicht einfach abschieben. Ja? Da muss man auch Perspektiven schaffen. Und da zählt natürlich auch, dass man eben auch gerade für einen sozial schwierigen Bezirk, wie es meiner ist, ja, auch die Mittel zur Verfügung stellt. Ja? Jene, die nach Österreich kommen, fordern Toleranz ein. Sollte man nicht intoleranter gegen jene sein, die intolerant hier in diesem Bezirk sind? Ja, ich sage ja, ich bin ein Kind der 80er Jahre, ich bin ein Kind als Favoriten, ich weiß, wie sich der Bezirk entwickelt hat. Aber ich sage immer, Anstand, Respekt, Moral ist verloren gegangen. Und wir müssen auch im öffentlichen Raum wieder den Respekt herstellen, ja? Gegenüber den Mitmenschen, gegenüber dem Gemeinwohl. Und das geht mir ab. Und ich glaube, wenn man da gemeinsam an einen Strang zieht und nicht populistisch jetzt Wahlkampftöne sind, weil ich kann es nicht beurteilen, aber ich bin mir sicher, und Sie kennen vielleicht auch die Situation nach den Silvesterkrawallen im Römernplatz, da haben wir 2-3 Wochen lang Bereitschaftspolizisten gehabt, die regelmäßig patrouilliert haben am Römernplatz. Dann ist ein bisschen wieder drüber der Sand gewesen und alle waren wieder weg. Und das ist nicht nachhaltig. Ja? Wenn man nachhaltig und wenn man sagt, wir sind größer als Salzburg, größer als Innsbruck, größer als Linz, dann brauchen wir auch das Personal dazu. Vor einem Jahr gab es die Türkenkrawalle, heute ist Fußball-Ländermatch. Ja. Der Zug der Türken beginnt am Römernplatz in Richtung Stadion. Ja. Glauben Sie, dass es da möglicherweise zu den einen oder anderen Krawall kommen könnte? Hoffe ich nicht, glaube ich auch nicht, weil ich auch so zwischen den Medien lese, ja. Aber es ist natürlich ein Großteil der türkischen Fußballfans, kommen natürlich als Favoriten. Wir legen zentral an der U-Bahn-Achse. Römernplatz ist der Hauptplatz des Bezirkes. Ja. Dementsprechend würde ich mir auch vorstellen, dass auch genug Personal für den Hauptplatz zur Verfügung steht. Ich glaube, ich habe heute schon Bilder gesehen, dass die Schergitter vom Montag, wo der Herr Kahner da war, noch immer dort stehen. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine präventive Maßnahme ist. Ich glaube nicht. Ja. Aber ich hoffe schon, dass das ruhig vonstatten geht, weil es ist ein Freundschaftsspiel. Es geht ja im Prinzip um nichts. Es ist ja die Vorbereitung für die Europameisterschaft. Und ich hoffe an alle Türken, dass da nichts passiert. Sie sind ein waschechter Favoritner, sind hier aufgewachsen. Gefällt Ihnen Ihr eigener Bezirk eigentlich noch? Ja, also es gibt so schöne Dinge in Favoriten. Und Sie werden auch einige Favoriten treffen, die, obwohl es Probleme gibt, nie wegziehen wollen, weil sie gelebte Favoritnerinnen sind und Favoriten. Und man muss sagen, wir haben gerade was die Fußgängerzone betrifft, vom Hauptbahnhof über den Keplerplatz bis am Römernplatz, das ist die pulsierende Ader. Ja, also Sie kennen unter der Woche, am Abend, wenn Lockdown ist, wenn kein Lockdown ist, also es ist immer Bewegung da. Und wenn ich halt nachts da die Seitengasse raufgehe, das ist tote Hose. Ja, also das Leben spielt sich wirklich in der Fußgängerzone ab. Und ich habe immer gesagt, ich brauche 20 Personen abgestellt,
die tagtäglich nur in der Fußgängerzone patrouillieren, auf und ab gehen, dann wäre das Bild ein anderes. Aber das bekomme ich leider nicht. Das bekomme ich auch nicht am Keplerplatz. Und ich hoffe, dass halt auch andere Maßnahmen noch kommen vom Innenminister Kahner, der wie gesagt auch für die öffentliche Sicherheit eigentlich zuständig wäre. Ja, die Menschen haben ein Bedürfnis nach Sicherheit, nach Ruhe, nach Frieden, nach angenehmem Wohlgefühl. Können Sie den Menschen das in Zukunft in Favoriten wieder bieten? Also ich persönlich alleine nicht. Da bedarf es natürlich vielerlei Anstrengungen. Aber ich glaube, wenn jedem bewusst ist, in welcher Situation wir stecken und dass halt vieles personell und finanziell bedingt ist und dass eine diverse Bezirk, so wie wir sind, auch mit viel Arbeit verbunden ist und das im Bewusstsein mal hat, dann glaube ich, können wir auch in der Zukunft sagen, Favoriten ist lebenswert und ich gehe gerne durch den Bezirk. Wäre ein runder Tisch, eine wirkliche Konferenz zum Thema Gewalt, nicht nur in Favoriten, sondern allgemein in Wien und eine Beantwortung der Frage, warum gerade bestimmte Gegenden als Schmelztiegel, als Zentrum gelten, wäre so ein runder Tisch denkbar und vor allem... Es hat ja schon solche Anfragen und Anträge gegeben, wo dann die ÖVP ausgezogen ist. Ja? Aber wenn die Kompetenz nicht im Bezirk liegt, dann möchte ich die handelnden Personen, die eigentlich in der Kompetenz verantwortlich sind, da hätte ich gerne einen Innenminister dabei, da hätte ich auch gerne die Integrationsministerin dabei, auf Augenhöhe sachlich, dann gerne. Ja, dann danke ich vielmals für dieses Gespräch. Das war der Bezirksvorsteher von Wien Favoriten, Markus Franz, ein SPÖ-Mandatar.